Grüß Gott, ich bin Dr. Doga, ich möchte gerne Ihr 3D-Bild zeigen für Sie. So schaut Ihr Kieferknochen aus heute, ohne Zahnfleisch. Dann schauen wir die untere Zähne, dann alles krank schon und Ihre Knochenfläche ist unregelmäßig, haben wir kleine Splitter hier. Ich empfehle dann alle Zähne entfernen und müssen wir eine Knochenreduktion auch machen, das heißt eine glatte Oberfläche müssen wir erreichen. Vermachen wir die Knochen durchsichtig, dann zwei Nervkanal kann man hier sehen, dieses Nervkanal darf man nicht stören, wenn implantieren wir. Darum die Implantaten können wir so einsetzen, inzwischen zwei Nervkanal und vier Implantaten und über dem Nervkanal beide Seiten ein Implantat nur. In rechter Seite nur ein 6 mm lange kurzer Implantat können wir einsetzen, aber das kann relativ breit sein, breiter als die normale Art anderer Implantaten. Die Implantaten probieren wir dort positionieren, wo haben wir heute Knochen, keine echte Zahn, dann können die Implantaten schön stark und stabil sein und können sie heute oder beim OP-Tag noch ein fixes Provisorium bekommen. Dieses Bild zeigt Ihre Knochenqualität. Dann haben wir diese Linie im grünen Bereich, dann ideale Knochen. Wenn gehen wir dann rechte Seite, dann haben wir noch starke Knochen, linke Seite die weiche Knochen, dann beide Implantaten hatten eine gute Knochenqualität. Im Oberkiefer muss man alle Zähne entfernen und dort probieren wir auch so implantieren, wo haben wir noch Knochen. Aber wenn ziehen wir die Zähne, zum Beispiel das hier, was hat zwei Zahnwurzel, dann bleibt neben Ihrem Implantat noch ein kleines Loch. Was müssen wir aufbauen? Mit Knochen oder mit Knochenersatzmaterial. Ja. Echte Knochen können wir unten besorgen, wo müssen wir eine Knochenreduktion machen, dann sammeln wir das und dann können wir das oben verwenden. Wenn nötig ist, dann nehmen wir noch Knochenersatzmaterial auch dazu. Ihre Knochenqualität im Oberkiefer auch in Ordnung, dann können wir probieren, dort ein fixes Provisorium erreichen. Das heißt, eine Sofortversorgung machen, nach dem OP, ein paar Stunden später, können Sie dort auch eine fixe Zahnersatz bekommen. Alle Implantaten wird vor dem Nebenhöhle, Ihre Nebenhöhle erreichen wir nicht. Das ist die Nase, neben die Nase haben wir zweite Seite die Nebenhöhle, aber die Implantaten stehen noch vor dem Nebenhöhle. Das ganze OP können wir in 2 Stunden fertig machen, mit Dämmerschlaf auch. Bitte aber nicht vergessen, nach dem OP lieber zu Hause bleiben ein paar Tage lang. Das wird ein relativ großes Implantat chirurgisches Operationen, nicht ein ganz einfaches Spiel, sondern nach dem OP brauchen Sie ein paar Tage Ruhe. Dann bitte keine wichtigen Programme planen. Wenn haben Sie noch weitere Fragen, dann wir sind immer erreichbar.